Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Heute werden wir den Turm erklimmen, wo Mr. Brennpeste, wollte ich schon sagen. Ich komme hier komplett durcheinander. Der Dämon halt lebt, aber er ist gerade nicht zu Hause. Hoffe ich. Denke ich. Keine Ahnung. Gibt es noch andere Gebäude? Vielleicht sollten wir die dann erstmal untersuchen, bevor wir dann mitten ins Chaos stürzen. Ne, ich glaube, hier ist sonst nichts. Ja, gut. Den Ghoul, der da drinnen lebt, den haben wir schon ausgeschaltet. Ich hoffe, das war der einzige Bewohner. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Und es wird langsam dunkel. Oh, bist du ein Zuhause? Ich weiß es nicht, ob das ein Zuhause ist. Es sieht nicht ziemlich wohnlich aus. Deswegen nehmen wir einfach mal ein bisschen Zeugs mit und hoffen, dass hier keine großen Überraschungen auf uns warten. Zur Not müssen wir natürlich leise sein. Ist klar, bei Ghoulen. Die strömen ja gerne aus und töten mich. Was ich natürlich nicht so nett finde, wenn man mich tötet. Oder würdet ihr das toll finden, wenn man euch tötet? Ich glaube nicht. Ein Tresor. Der fällt mir ein, wir haben in Fallout immer noch nicht die Kombination eingegeben, um den Loot zu holen, ne? Okay, hier ist sonst nichts weiter. Wenn ich hier irgendwie... Ah, das ist nur ein Vogel, ne? Oder zwei. Das sieht aus wie so ein Busch, der sich bewegt. Naja. Gut. Habe ich lange genug davor gedrückt. Doch, so langsam müssen wir hier rein. Oh, ich will nicht. Das sieht schon so scheiße aus. Kurz mal reinspicken. Scheint der zu sein. Aber wir können auch nicht rein. Okay, ja, sehr schön. Ich liebe Räume, wo man nicht rein kann. Ich sehe dich doch. Als ob. Ich bin nicht blöd, Junge. Okay. Einfach cool bleiben. War das mein Schritt? Ich hoffe, das war mein Schritt. Okay, den hatten wir ja schon von draußen umgebracht. Der sieht auf jeden Fall ziemlich tot aus. Ich hoffe, das war der Kollege. Das kommt von irgendwo, ich höre es schmatzen. Der bewegt sich, okay. Wir kommen von der Seite rein und geben ihm direkt einen Headshot. Okay, wir müssen höher. Ich hasse Ghule, ne? Wir müssen versuchen, so taktisch wie möglich vorzugehen. Überall schon mal reinzuspicken. In der Hoffnung, einen Kopf zu sehen. Scheiße. Scheiße. Scheiße! Oh, einer hat's mitbekommen. Aber er weiß nicht, wo ich bin. In den Arsch! So, hat funktioniert. Ich hasse es. Ich hasse euch. Okay, hier kommen wir nirgendwo lang, ne? Wisst ihr, gegen Menschen habe ich irgendwie kein Problem, aber Ghule? Wieso sind Ghule gerade für mich ein Problem? Ich weiß es einfach nicht. Warum ziehen sie sich zurück?
Und die war feindlich. Die haben mich anscheinend noch nicht bemerkt. Oh, die sehen nicht gut aus. Hey! Den wollte ich nicht. Okay, da war ein Deck drin. Aha! Ich hasse die Dinger. Ich hasse sie. Warum Ghule? Ich hasse Ghule. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse sie einfach. Ich fühle mich einfach nicht wohl mit Ghulen. Keine Ahnung. Mensch oder nicht Mensch? Du offensichtlich schon mal nicht. Ich hasse die Dinger so sehr. Oh Gott, wie sehr ich sie hasse. Ist das ein Tresor? Nein. Befüllen wir erstmal meine Lieblingswaffe, bevor ich hier komplett durchdrehe. Kleine Pause. Wir haben ja ein bisschen Zusatz noch bekommen. Grüner Laser, Laservisier in einem handgefertigten Gehäuse mit mehreren Modifikationen für besonders gute Sicht. Keine Ahnung. Geh mal her. Nein, 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 nein. Ich wollte Munition herstellen. So, wir haben auch keinen Sauerstoff mehr, ne? Bisschen was vorbereiten. Auch wenn uns die Ressourcen dadurch ausgehen. Schwerer Lauf. Ja, passt schon. Ich wollte doch. Ja. Neue Steuerung, ich vergaß. Ich wollte doch diesen Ding. Zieloptik mit sechsfacher. Okay, momentan ist das hier noch besser, aber wir können jederzeit ja umrüsten, ne? Das heißt, wir haben jetzt das Visier für den Fernkampf. Das heißt, wenn wir mal in dem Fall sind, dass wir den brauchen, werden wir den einfach ausrüsten, weil wir können das ja jederzeit machen. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen unpraktisch, weil die sind ja verdammt nah dran. Ah. Hör auf rumzubrüllen, ey! Ich mag dich nicht, ja toll, jetzt ist noch lauter hier drin. Habe ich echt so wenig Munition nur hergestellt? So. Wo kommt das jetzt? Ich hatte die Hoffnung, dass wir mehr mit Menschen zu tun haben in diesem Spiel. Ich weiß, das war in den letzten Spielen schon nicht so, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jetzt wird es auch noch dunkel. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich hasse die Viecher so sehr. Aber wie? Wieso? Lass mich doch einfach in Ruhe. Geil. Ja, noch weiter runter, nee. Das kannst du knicken, Spiel. Das kannst du knicken. Aber ich wäre wahrscheinlich mit dem Spiel schon längst durch, wenn ich nicht so ein verdammter Schisser wäre. Aber ich würde halt gerne auch dahin gehen. Muss ich dafür hier rüberspringen? Nee, ich kann hier durch die Tür gehen, wie ein normaler zivilisierter Mensch. Oh!
Was? Ich hab doch... Ah. Ich hatte jetzt so Panik wegen der Spinne. Na geil. Na komm, scheiß drauf, was wollen wir da oben? Da ist bestimmt nix. Boah. Ich habe jetzt so krass an Spinnen gedacht, dass ich gefühlt habe, wie auf meiner Nase ein Spinnennetz ist. Ich kann schwören, ich höre noch irgendwo einen. Hier haben wir eine Werkbank. Mehr Zeug. Oder nichts Neues. Die Hoffnung war... Ah, ich kann hier schlafen. Hier ist ein Schlafplatz. Cool. Die Hoffnung war da, aber leider hat es nicht funktioniert. Fernglaszusatz. Nice. Gucken wir direkt mal nach, was wir da Schönes bekommen haben. So. Elektrische Ausrüstung. Ein Werkzeugsatz, der in der Metro überlebenswichtig ist. Die Taschenlampe erhält den Weg, während ihr Akku oder der von zahlreichen anderen elektrischen Geräten, sollte er leer sein, mithilfe des kompakten Ladegeräts ganz einfach wieder aufgeladen werden kann. Nachtsichtverstärker. Dieses Nachtsichtsystem nutzt zwei Technologien, Wärmebildkamera und Restlichtverstärkung. Vor dem Krieg standen solche Systeme nur Sondereinsatztruppen zur Verfügung. Dann habe ich ja das hier nicht mehr. Oder? Oh, doch. Alles noch da. Ja gut. Ja, wir kriegen so viel Zeugs fürs Rumschleichen, weißt du, und ich laufe immer tags rum. Sieht irgendwie da hinten seltsam aus. Doch, das Gebirge da hinten. Da ist verdammt viel Licht. Da ist ein Tunnel. Na gut. Wie lange haben wir es in dieser Wüste ausgehalten? Ohne Plan, ohne Hoffnung. Wen sollten wir da eigentlich beschützen? Die Einheimischen, die nur ein paar Jahre gebraucht haben, um zum Steinzeitalter zurückzukehren. Und dann kamen sie. Ex-Militärs, Ex-Portum-Arbeiter und Ex-Mafiosi. Naja, letztere waren nicht so ganz ex. Sie hatten einen Plan und eine Idee. Klar, haben wir sie zuerst ausgelacht. Gott spielen. Doch dann sagte der Gedanke, aus diesem Chaos etwas zu schaffen, das irgendwie einer Ordnung glich. Am Ende schlossen wir uns alle diesen flammenverzehrenden Zirkus an. Tja, die Welt ist neu. Also müssen wir Platz für neue Götter schaffen. Okay, und so ist das also ganz entstanden, ja? Ich find's übrigens schön, wie die Scheiben in der Luft hängen. Wie in der Matrix. Ich wusste es. So. Ja, guck mal, da ist ein Ghoul-Freund. Da ist Licht. Mr. Ghoul-Freund, ich möchte gerne dieses Ding hier an dir testen. Geht das? Wegen Wärmebild. Ja gut. Wie sieht's aus? Können wir ins Nest springen? Das wär's doch. Na gut, haben wir ab. Hoffentlich bin ich jetzt kein Vogelfutter. Oh, Kollege, hast du noch was für mich? Nice. Okay, solange wir in Sicherheit sind. Das haben wir abgeschlossen, haben wir auch ein Heim. Wenn wir jetzt in die Richtung gehen,
Dann landen wir A beim Monster-Nest. Da hinten ist irgendwo mein Auto. Und wir müssen zum Zug zurück. Und ich sehe Ghule. Wenn ich jetzt dahin gehe, komme ich zu meinem Auto. Scheiße, Mann. Warum habe ich mein Auto zurückgelassen? Hilfe? Okay. Ja, komm. Sagen wir den Ghulen Hallo. Wir können später das Auto immer noch abholen. Vielleicht. Vielleicht spawnt es ja auch wieder bei uns. Ich weiß es nicht. Aber was wir machen können ist, unsere Ausrüstung testen. Nachtsicht. Hä? Achso. Ja, gut. So sinnvoll ist das jetzt nicht. Wenn ich jetzt mein Nachtsichtvisier gleichzeitig anmache, ne? Und dann ziele. Das geht doch. Sei eine liebe Schlange, bitte. Seid beides liebe Schlangen. Ja. So viel zu dem Thema. Lauf doch nicht weg! Scheiße. Ihr habt die anderen so gut getroffen. Endlich! Halleluja. Vor allem, die sind schlau, die springen durch die Gegend, ey. Ist er jetzt tot? Oh, ich muss mein Nachtsichtgerät laden. Okay. Sind sie jetzt wenigstens alle tot? Falsche Taste, so. Da sind noch ein paar Halunken. Aber ich glaube, zu dem wollen wir ja eh nicht, ne? Wir wollen ja nur dahin. Ihr lebt so nah an den Ghulen? Alter, seid ihr bekloppt. Weil die Ghule streifen hier durch die Gegend und die lungern da hinten rum. Alles klar. Noch mehr Ghule. Ich hasse dieses Spiel. Ja, die wissen nicht, wo ich bin. Ja, ich glaube, so weit weg darf ich nicht stehen. Wie sieht's aus mit meiner... Die schießen auf die Ghule, oder? Aha, genau, das waren die Ghule, die euch angegriffen haben mit der Knarre, nicht ich. Ah, oh, sehr schön. Sie töten die Ghule für mich. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen Ghul geweckt.
Uncool. Ich glaube, die werden angegriffen von den Ghulen, oder? Greift die Ghule an, nicht mich! Die Ghule! Da, guck mal da! Der Kollege. Ja, ja! Angriff, mein Minion, Angriff! Oh, oh. Oh nein, ich bin geduckt. Die sehen mich nicht. Obwohl, ich bin eigentlich gut sichtbar. Oder gehen die jetzt schlafen? Was zum Teufel machen die da? Ja, Headshot. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich Opfer Nummer 1 hier. Ich will immer atmen mit links, ne? Deswegen steht er auf. Das hört sich nicht gut an. Er ist eine scheiß Position hier bei den Ghoulen, ne? Bin ich auch noch Sniper. Oh, es war nur eine Fliege, alles gut. Nein, das ist ein Dicker, das ist ein Dicker, das ist ein Dicker. Ich verziehe mich jetzt hier. Geh lieber zu den Kollegen da hinten. Ihr seid mir doch die Liebsten. So, wir haben ja die Zeit, ne? Wir haben nicht die Zeit. Hä? Sind die jetzt echt abgehauen? Ich höre sie noch. Bitte was? Bitte. Ja. Das war ein Headshot. Krieg jetzt einen hier mit dem Ding. Komm mal her. Oh, das ist ein Neuner. Achso. Du bist einfach so, als hätte ich ihn jetzt gerade mit der Schrotflinte erschossen. Hat keiner gesehen, dass ich verfehlt habe. Nein, nein, der ist per Headshot. Durch die. Alle mal zuhören! Ja, ja! Verpiss dich, Alter! Ihr Schweinehunde vom Zug! Seid ihr nicht zu übermütig? Hat eure Mama euch nicht beigebracht, dass man anderen nichts wegnimmt? Die Primitiven auf dem Schiff gehörten uns! Sie waren unser Eigentum! Dieses Mal seid ihr zu weit gegangen, ihr miesen Wichser! Ihr übertreibt es und wir werden euch in eure Grenzen verweisen! Stepper, Nase, kommt her. Wir müssen einen Einsatz besprechen. Diese Scheiße gerät außer Kontrolle. Ich wollte eigentlich warten, bis die übrigen Jungs vom Raubzug zurückkehren, aber wir haben keine Wahl mehr. Die neue Bande ist durchgeknallt und muss erledigt werden. Oh-oh. Ich glaube, da wir die Primitiven befreit haben, finden die das jetzt ein bisschen uncool und werden uns angreifen. Wie soll das noch in Ordnung, ne? Ja. Ja, komm, laufen wir zurück. Ich hoffe da inständig, dass mein. Oh, von dem Loch halten wir uns mal fern. Mein Auto da gespawnt wird. Das wäre nämlich sehr, sehr schön. So, ich muss einmal ganz kurz. Der ist unsere Bahn. Okay, sah aus wie ein Schiff. Okay, alles in Ordnung. Nichts, was mich töten möchte. Passt.
Mit dem Ding kann man nicht snipern. Wir werden das Visier gleich auf jeden Fall ändern. Hier bekommt ihr mich nicht, Jungs. Hier bekommt ihr mich nicht, Jungs. Ach du heilige Scheiße. Ja. Frau Meier, wie tief ist das Wasser? Das ist scheiße tief. Und ich stecke so tief in der Scheiße. Ja. Und wie kommen wir jetzt rüber? Schleichend. Oh oh. Ich bin auch einer von euch. Pia! Ich bin einer von euch. Pia! Okay, hat nicht funktioniert. Huch. Hier schlägt das Wetter aber ganz schön schnell um. Okay, ich glaube, wir sind entkommen. Huch. Was ist denn hier mit dem Wetter los? Also plötzlich pure Scheiße. Ist aber kein Schnee, ne? Weil nachts ist ja kälter als draußen. Gerade eben noch sternklar, weißt du, dann kommen wir hier an bei uns zu Hause, alles für den Arsch. Was ist los? Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Gut. Freunde, ich würde sagen, wir nutzen diesen kleinen Punkt der Ruhe und verabschieden uns von meinem Leben. Ich werde nämlich hier wahrscheinlich in der nächsten Folge mal wieder sterben. Und ich bin gespannt drauf, was dieser Sturm zu bieten hat. Ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.